Der Winter hat den Fußball allerorts fest im Griff. Beim FFC wird selbst das Training kurzerhand in die Halle verlegt. Eigentlich stieg bereits die Vorfreude auf das Spitzenspiel am Sonntag gegen Erzrivalen Turbine Potsdam. Am späten Donnerstagnachmittag dann aber die Spielabsage wegen Schneefalls. Dabei haben die Frankfurterinnen gerade so einen guten Lauf. Anno 2013 noch ohne Punktverlust und ohne Gegentreffer. Ja, wir haben einfach im Trainingslager und auch sonst im Training unheimlich viel erarbeitet, haben taktisch sehr, sehr viel gemacht und auch das Team ist besser zusammengewachsen, würde ich sagen. Und das sieht man jetzt auch auf dem Platz und auch, dass jeder dieses Tor machen möchte, was halt für uns oft ein Problem war, dass wir mit der Chancenauswertung ein bisschen ungünstig umgegangen sind. Und jetzt ist es einfach so, dass man sieht, okay, ich will das Tor machen und ich will diesen Sieg. Und ja, so ist man dann halt auch erfolgreich, ne? Die meisten Teamkolleginnen weilten die vergangenen Tage bei der Nationalmannschaft. Neben der Finalniederlage gegen die USA gab es gleich noch eine schlechte Nachricht vom Algarve Cup. Kim Kulich hat sich am Sprunggelenk verletzt. Doppelt bitter, fehlte die Mittelfeldspielerin doch schon die gesamte vorige Saison. Ja, natürlich ist das für uns eine sehr schlechte Nachricht. Also ich habe ihr auch sofort geschrieben, als ich es gesehen habe, weil es sah schon auch übel aus und vor allem für die Kim persönlich tut es mir natürlich sehr leid, da die jetzt nach dem Kreuzbandriss wirklich viel gelitten hat und sich gerade wieder rangekämpft hat und jetzt wieder eine Verletzung dazukommt, sie wieder zurückgeworfen wird. Aber ich bin mir sicher, dass sie das auch diesmal gut schaffen wird. Wie hitzig der ursprünglich für Sonntag anstehende Schlager gegen Turbine hätte werden können, zeigte das Hinspiel. In den Schlussminuten verletzten sich die Potsdamerinnen Mirlach und Singer. Das Wechselkontingent war aber bereits ausgeschöpft. Gegen 9 Turbine-Spielerinnen erzielte Lira Bayramay den 2:1-Siegtreffer und wurde im direkten Gegenzug krankenhausreif gefoult. Die Emotionen kochten über. Schwierig gerade für die ehemalige Potsdamerin Desiree Schumann. Also es hat mir schon viele Tage auch in den Knochen gesteckt. Ich wurde übel beschimpft in Potsdam, in meiner alten Heimat, wo ich 5 Jahre lang im Kalibknechtstadion gespielt habe. Dass das alles so enden musste, wollte keiner von uns. Und wir sind einfach nur glücklich, dass halt die 2 Potsdamer Spielerinnen jetzt auch wieder fit sind. Lira hat es natürlich schlimmer erwischt. Das ist natürlich für uns auch sehr bitter, aber da will ich Tabea Kemm auch keine Absicht unterstellen oder so. Das war einfach ein unglückliches Foul. Und ja, also Potsdam-Frankfurt ist immer ein Klassiker, ist ein viel Feuer drin jedes Mal, aber ich hoffe, dass es einfach ein Spiel wird wie jedes andere, wo dann letztendlich die bessere Mannschaft vom Platz geht. Mit einem Sieg hätte Frankfurt an Potsdam vorbei auf Champions League Platz 2 ziehen können und bestenfalls sogar Tabellenführer Wolfsburg ablösen oder zumindest den Abstand verringern. Nun aber fällt das 6-Punkte-Spiel flach.